Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge The Forest Village. Wir machen weiter mit Produktionsgebäuden. Schmiede haben wir jetzt schon, aber dann haben wir festgestellt, dass wir da Gusseisen brauchen. Also, da brauchen wir jetzt Kohle. Jetzt habe ich den Rennofen gebaut, jetzt brauche ich aber die Kohle zuerst. War mir eigentlich so klar. Brennofen. Herstellung von Kohle. Also bauen wir das auch noch mit dazu. Alles kein Thema. So, dann gehen wir wieder Holz markieren, weil Holz sinkt gerade momentan. Sehe ich gerade. Mal wieder ein bisschen Bäume hacken. Haben wir sogar einige im Lager stehen. Also im Dorf stehen. Die wir da umhauen können. Die recht ausgewachsen sind. Epsilon, hoi hoi. Wieder da. Sieben, den haben wir nicht drin. Also mittlerweile komme ich schon sehr gut zurecht im Spiel. Muss man schon sagen. Jetzt kenne ich mich schon ein bisschen aus. Jo. Bist du also verrückt nach dem Spiel? Noch bin ich am Banished dran. Banished habe ich selber nicht gespielt, aber ich habe da Let's Play angeschaut. Ewig lang, wie das rausgekommen ist. Das ist auch schon ein bisschen Weile her. Ich nehme gerade auf. Was ist? Was ist? Ich nehme gerade auf. Die Achterbäume lassen wir noch stehen. 9 ist gut. So, jetzt sind wir im Spätherbst. Jetzt sind die Felder wieder unbrauchbar. Kann ich die Leute wieder abziehen. Da weg, da weg. Jetzt haben wir wieder 4 Leute über. Also Fischer und Jäger sind wir sowieso viel zu gut dran. Brennholz passt auch. Können wir eigentlich mal voll Ressourcen rüberhauen. Kühler. Das ist auch schon wieder fertig. Das Haus ist auch fertig. Ja, Wahnsinn. Läuft bei mir. Läuft. Kann ich einfach bloß sagen. Läuft. Kohle, der macht jetzt aus Brennholz macht der Kohle. Aber das ist ja doppelt blöd. Kann der nicht aus normalen Holz Kohle machen? Da brauchen wir jetzt Kohle, um Gusseisen zu machen. Um Werkzeuge zu machen, brauchen wir Gusseisen. Also da hängt ganz schön die Produktionskette dran. Da hängt jetzt ganz schön noch was dran. Könnte man eigentlich mit dem Kühler ein bisschen Gas geben, aber schaut gerade nicht so aus, wie wenn er wieder Zeit hätte. Gemüse, also die Kartoffelbauern, die haben jetzt nochmal richtig Gas gegeben am Schluss. Verhungern wird man nicht. Brennholz schaut auch gut aus. Aber Brennholz geht jetzt dann ein bisschen was für Kohle weg. Also ich würde sagen, der Winter kann kommen. Ah, aber Klamotten haben wir nichts. Tun wir da einen abziehen, Klamotten müssen wir machen.
Schneiderlein. Klamotten brauchen wir, auf jeden Fall. Das muss sein. Das muss auf jeden Fall drin sein. Aber die Leute nicht erfrieren. Mittlerweile habe ich ja 12. Ich könnte es mal speichern. Muss ich am Höhepunkt, wenn es einem gut geht, muss man speichern. Wenn es einem gut geht, dann muss man speichern. So. Der macht jetzt hier fleißig Kohle. Macht es vielleicht mal Sinn, irgendwo anders ein Lagerhaus zu platzieren? Wahrscheinlich nicht. Dass die nicht immer alles dahin tragen und dann verteilen? Weiß es nicht. Stein. Also wenn es geht, irgendwie einen für Stein abziehen. Fleisch. Tun wir einen Jäger für Stein abziehen. Wobei Stein produziert schon einer. Aber Stein geht ziemlich schleppend vor sich. Langsam wird's. Ja. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Momentan läuft's echt gut. Kann man sich nicht beschweren. So, Kohle haben wir immer noch nichts. 1,4 Minuten. Kohle, Kohle. Solange man genug Dumme hat. Ja, stimmt. 12 Dumme. Da geht was. Da passiert was. Was ist da? Da passiert irgendwie nichts. Kommt mir das so vor. Hallo? Die Schmiede, die schaut 1 zu 1 aus. Alles selbe Modell wie aus Life is for Die. 1 zu 1. Nee, der Werkzeugkasten, das stimmt nicht. Das stimmt auch nicht. Aber vom Grundding, das Schild oben stimmt. Der Aufbau, 1 zu 1 Life is for Die. Der Ofen ist ein bisschen anders. Der Ofen ist dasselbe. Der stimmt auch genau. Sie haben es 1 zu 1 übernommen fast. Brunnen 1 zu 1. Vor allem das Lagerhaus. Das ist ja. Mal reinschauen. Ja, sind ein paar mehr Sachen drin. Aber da sieht man, dass die da die Sachen reinstellen. Das finde ich am coolsten. Das liebe ich bei solchen Spielen, wenn man sieht, dass die da was reinlegen und was wegnehmen, so wie bei Siedler oder so. Das liebe ich einfach, wenn sich da so die Sachen stapeln. Oder bei dem Spiel Stoneheart, glaube ich, das Wusel-Block-Spiel, da wo sie da jeden einzelnen Block, Materialblock da in das Gebiet legen, liebe ich sowas, weil da Material aufgeschlichtet wird. Das ist so schön zum Anschauen. Das Material verschieben. So was gehört sich einfach in so ein Wimmelbildspiel rein. Finde ich. Wo geht jetzt da die Kohle hin? Ich flipp gleich aus. Warum kommt da nichts im Lager an? Oder wird da überhaupt was gemacht? Brennholz geht weg wie die Sau. Wo ich jetzt nachschüren muss, sofort, ich muss da reagieren. Was haben wir jetzt zu viel? Fisch, Fleisch haben wir zu viel. Also Jäger weg, Brennholz machen. Unbedingt. Holz haben wir genügend. Wo geht denn das hin? Das kommt nie an im Lager. Es kommt die Kohle nicht an. Da stand ein Zzzz. Ja, da ist ja kein Arbeiter drin. Der ist allein da, um Kohle zu machen, aber die Kohle kommt irgendwie nicht an. Die Kohle kommt nicht im Lager an. Ich
glaube, der produziert zwar, aber der bringt. Ich weiß nicht, was er damit macht. Jetzt, da kommt was. Da ist was. Hat es jetzt so lange gedauert? 5 Kohle. Das kann nicht der Ernst sein. Ich beobachte dich. Wer ist denn das? Kann man das nachvollziehen? Kohle, Kohle, Kohle. Du bist es. Beobachte dich. Wo gehst du hin? Du hast Kohle zu machen. Wo gehst du hin? Verdammt nochmal, wo gehst du hin? Was gibt's denn im Haus? Wieso legst du Kohle ins Haus? Jetzt sag bloß, dass die Kohle den Ding ersetzt. Den Brenn-Dingster-Bumster. Nee, oder? Den Brennstoff. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt weiß ich, wo das geht. Das landet in den Häusern. Hier noch nicht. Aber das landet permanent drüben in den Häusern. In dem Haus da. Der verheizt das alles. Ich würde damit schmieden. Der verheizt das alles. Ja, Mann. Was ist, wenn ich jetzt da so ein Ding hinbaue? Den Holzhacker. Ja, da muss ich ja da 2 Leute. Wie soll ich denn das machen, dass ich da schmieden kann? Kann man ein Haus verbieten, das anzunehmen? Kühler. Jetzt hat er wieder Holz drin. Brennholz. Verbessern. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ich würde jetzt mal ein bisschen was schmieden. Vielleicht musst du noch beim Schmied einstellen. Stelle ich halt meinen Schmied ein. Jetzt muss ich erstmal, ich muss erstmal Gusseisen machen. Jetzt lasse ich mal den Minenklopfer. Jetzt mache ich mal Gusseisen. Lasse ich jetzt mal machen. Schauen wir mal. Schaut's denn aus mit dem Essen? Passt. Das Brennholz ist. Das ist Katastrophe. Da muss noch ein zweiter Mann her, sonst verlieren die. Es geht sonst in die Binsen. Ah, der Rennofen kann noch was anderes herstellen. Nee, der kann bloß Gusseisen. Der kann nur Gusseisen. Guckst du? Der kann bloß Kohle. Schmiede kann bloß hochwertige Werkzeuge. Aber ich frage mich, wer macht denn die primitiven Werkzeuge? Es gibt ja die primitiven Werkzeuge. Wer macht. Ne, das sind die hochwertigen und die primitiven. Gibt es da noch ein Gebäude, was ich übersehen habe? Gibt's da noch was? Nö. Forsthaus, Holzhacker, Steinbruch, Bergwerk, Lehmmine, Schmiede, Schneiderei, Rennofen, Brennofen, Schreinerei. Schreinerei habe ich noch nicht. Die könnte man mal noch bauen. Weiß ich nicht, was die macht. Schweinerei. Menno. Ist doch ein Witz. Ist doch ein Witz hier. Da wieder so ein Plateau hinbauen, das war kacke.
hier wieder alles planieren. Dann muss das gemacht werden. Warum haben die jetzt so viele Zeit? Hallo? 14 Arbeiter habe ich jetzt. Ist ja Wahnsinn. Ich darf langsam stellen, muss mich neu organisieren. Ihr schläft jetzt da. Ich habe jetzt da Gusseisen drin. Also, jetzt habe ich Gusseisen drin. Jetzt kann man schon mal einen zur Schmiede schicken. Jetzt ist der Frühling. Jetzt brauche ich sowieso wieder. Wo sind die ganzen Leute? Also, Holzhauer brauchen bloß einen. Die haben jetzt da alle Steinbruch. Lehm. Lehm braucht man nicht. Kleidung haben wir genügend. Also Obst brauchen wir ein, Felder brauchen wir zwei. Dann können wir da noch ein Sammeln gehen einmal. Dann passt's wieder. Holz passt, aber ich kann jetzt trotzdem noch Bäume markieren. Also gute Bäume. Welche finden? 9er, 9er nehmen wir natürlich. Diesen 5er, den nehmen wir nicht. Fälschlicherweise markiert. Nö. 11er nehmen wir. 6er wollen wir nicht. Machen wir jetzt bloß die in unmittelbarer Umgebung. 8er, scheißegal, nehmen wir. 9er. Schaut da aus, den da, der schaut doch gut aus. 9er. Die drei da, 9, 9, 9, reicht. Reicht fürs Erste. Also, wie schaut es jetzt da aus? Ja, der andere bringt jetzt nicht genügend Kohle her. Haben wir da noch so einen, den wir in den Kohlekeller schicken können? Nö. Alles belegt. So viele verschiedene Jobs. Das Wurzel sammeln. Naja, lassen wir mal laufen. Essen, 300 Fleisch. Okay, das geht. Brennholz ist kacke. Der müsste es doch eigentlich schon Werkzeug machen, oder? Wenn ich die Schmiede habe. Was macht denn eigentlich das Werkzeug? Hochwertiges Werkzeug. Aber für was es gut ist? Arbeiten die dann besser? Haben die da jetzt schon ausgehoben? Weil da wollte ich die Schreinerei hinbauen. Schreinerei. Passt, gesetzt. Ressourcen sollten wir alles da haben. Jawohl, Stein haben wir sogar auch. Passt. Können wir das bauen lassen? Passt das so fürs Erste? 15 Leute haben jetzt schon. Also nur noch speichern. Bei mir geht es voll bergauf. Läuft gut. Läuft extrem gut. Da geht es jetzt auch aufwärts. Sehe ich gerade. Ah, da geht was. Da geht was. Wird noch fleißig hingeliefert.
Jetzt haben wir ein Werkzeug. Hochwertiges Werkzeug. Na, gespannt, für was das hergenommen wird. Hat sie jetzt schon verbraucht. Das Werkzeug ist schon verbraucht. Jetzt müssen wir mal die Arbeiter durchschauen, ob das irgendjemand in der Hand hat. Oder sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht, ob das hochwertig ist oder nicht. Sondern man sieht bloß, ob der da Werkzeug hat und Kleidung. Das ist der Verschleiß. Schade, dass man da nicht sieht, dass man das Symbol halt anders macht. Meinetwegen einen goldenen Hammer oder so. Fürs bessere Werkzeug. Das müssten die eigentlich dann besser abgeben beim Arbeiten, oder? Durch das Werkzeug. Ah, mein Lieblingslied. Jetzt haben wir nur zwei Leute über. Hey, da können wir die Felder noch machen, die anderen zwei. Da machen wir jetzt nochmal Kartoffeln. Und da machen wir jetzt auch nochmal Kartoffeln. Wir haben jetzt schon. Jetzt haben wir so 17 Leute, jetzt können wir voll draufhauen. Alter Schwede. Die werden jetzt einiges wegessen, vermute ich. Vermute ich mal ganz schwer. Wieder Bäume da, die man wegmachen kann. Dum -dum -dum. Sind zwar bloß 7, aber egal. Schreinerei ist auch noch nicht fertig. Haben wir noch einen Bauarbeiter noch da? Ja, einen. Zwei, die nicht wissen, was sie tun sollen. Tun noch einen Fischer hinzufügen und einen Jäger. Ah, und da kann man die primitiven Werkzeuge machen. Keksboxer, hey Ben, wie geht's? Guten Abend, mir geht's gut. Ich spiele jetzt The Forest Village, geht voll ab. Bin schon richtig gut drin im Spiel. So. Jetzt könnte man eigentlich da theoretisch noch ein anstellen, um primitive Werkzeuge zu machen. Wen hätten wir noch frei? Was haben wir denn im Überschuss? Irgendwen müssen wir noch auftreiben. Ich habe keinen Arbeiter mehr frei. Fischer könnte ich abziehen, aber Fisch haben wir nicht viel. Und jetzt haben wir 18 Leute, die fressen uns alles leer. Muss ich mal überlegen, ob ich eine zweite Obstplantage mitmache. Weil Obst lässt sich viel produzieren. Jetzt wollen wir schauen, die Kartoffeln können geerntet werden. Die ersten zwei zumindest.
Heu haben wir auch überhaupt keins. Könnte ich mal eins markieren. Schauen wir mal, was da hier in der Gegend Heu ist. Ah, nicht die Welt. 20 Stück in der Umgebung. Das ist gar nichts. Hi, bin wieder da. Shagirtan 123. Grüß dich, willkommen zurück. Bin Wem Mize. Ich habe mir schon gedacht, weil den Namen kenne ich gar nicht. So, ich bin am Ende einer Folge. Macht's gut, schaut wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.